Kannst du mich hören? Hast du eine Stimme? Nicht alle haben das. Und aus diesem Grund habe ich ein besonderes Buch gemacht, nämlich die Gebärdensprache, ein Fingeralphabet. Es ist die Serie aus den Malbüchern vom Lesebuch der Buchstabenmeister. Und ich lese euch jetzt zuerst den Klapptext vor. Dieses Malbuch wird Kinder spielerisch an eine weitere Sprache heranführen, nämlich der Gebärdensprache. Das Einhand-Fingeralphabet zu erlernen, hilft nicht nur Buchstaben mit der Gestik zu vereinen, was im Hirn verknüpft und im Körper abgespeichert wird, sondern ermöglicht auch die Kommunikation mit Menschen, die nicht wie die meisten mit Gehör und Stimme geboren wurden. Dieses Alphabet wird Brücken schlagen zu Anderskindern, eine Basis schaffen für Integrität und Austausch untereinander ermöglichen. Meine Lieben, das ist eine Sprache für sich und wir sind ja alle nicht geschult darin, aber auch wenn es um eine Minderheit sich handelt, wäre es doch schön, miteinander zu kommunizieren und sich austauschen zu können. So, und deshalb habe ich das geschrieben. Es wird auch die Kinder aufmerksam machen, dass sie Stimme haben, dass sie ein Gehör haben. Und es wird aber genauso Spaß machen, das wie eine neue Sprache zu erlernen mit den Fingern. Und das habe ich bildnerisch umgesetzt. Und davon mehr im nächsten Video.